Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Zur neuen Runde von Big Ambitions. Ich stelle gerade wieder Personal ein. Und schicke das gleich auf Schulung. Das machen wir. Und Jenny macht Feierabend. Vielen Dank für den Raid. Seid gegrüßt, Leute. So. Ja, hier der schickste Burgerladen, ne? In Big Ambitions, würde ich behaupten. Danke dir. Moin, moin. Aber ich habe ein Salatproblem. Ich weiß nicht, was mit dem Salat ist. Ist wahrscheinlich schlecht geworden. Na, gibt es in dem Spiel eigentlich nicht, aber... Jeder Burgerladen hat Salatprobleme. Warum? Ist das überall der falsche Salat? Vielleicht mache ich nochmal eine extra Liefervereinbarung. 19:31 Uhr. Das heißt, wir erreichen wahrscheinlich keinen mehr, ne? Im Großhandel müsste ich, glaube ich, auch vor Ort fahren. Weil anrufen konnte ich da nicht, oder? City. Ja, wieder ein Strafzettel fürs Falschparken. Das sind die ganz normalen. Ah, da, Großhandel. Bis 20 Uhr. Euer Glück. Der Vertrag starten. MT. Akzeptieren. Also gut, wir haben ein Deal. Was ist denn morgen? Morgen ist Samstag. Ich möchte Samstag Salat haben. Hotdogs könnt ihr auch dazu packen. Aber auch hier Salat. Aber wo ist denn der richtige Salat? Muss doch der sein. 5 Pakete. Ist so teuer. Kommt jetzt. Gut, dann können wir nochmal anrufen. Das war jetzt für den MT-Burgerladen. Ich rufe jetzt einfach für jeden Laden noch einmal den Großhandel an, da. Rufen. Mal einen Vertrag starten. MH-Burger. Akzeptieren. Jo. Morgen, am Samstag. Das kommt aber auch ins Lager, ne? Das steht nicht vor der Tür, oder? Frag mich gerade. Ich meine, ich werde auch ins Lager. So, Salate, 5 Pakete. Das sind 3300 oder so. Eintrag hinzufügen. Ja, meinetwegen noch ein bisschen Pommes oder Burger oder was weiß ich. Nur eine kleine Ergänzung, ein Paket noch. Okay. Das auch. Dann müssen wir nochmal anrufen. Wir rufen nochmal den Großhandel an. MH-Burger, HK-Burger. Akzeptieren. Oh, da haben wir schon mal was gemacht, ne? Das ist hier HK-Burger. Morgen ist immer noch Samstag. Davon immer nur ein Paket. Salat brauche ich doch. Ich mache das doch nur wegen Salat. Um mal zu gucken, ob das was bringt. Weil irgendwie scheinen wir ein Salatproblem zu haben. 5 Pakete. Okay. LM Burger, glaube ich, fehlt noch. Gut, dass die Zeit nicht läuft. Oder GD Burger habe ich auch noch nicht, ne? Doch, schon. Ach, LM habe ich gar nicht Burger. LM habe ich bisher nur Presents. Nur Geschenke und Uhren. Also dann ist es doch GD. Ich würde vorschlagen Samstag. Ich würde vorschlagen, du lieferst uns mal ein bisschen Salat. Ja, das soll man so. Mehr will ich hier nicht bestellen. So, haben wir alles erledigt. Reicht. Ja. Personal wird ausgebildet. Der Laden geht auch richtig durch die Decke gleich, ne? Richtig nice. So, ein bisschen öffnen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen kann. Die Warteschlangen sind voll, ja, tut mir leid. Ist halt so beliebt, der neue Burgerladen. Kann ja nichts für. So. Habe ich den HK Präsente aktiviert? Weiß ich nicht. Ja, nee, es ist also jetzt aber wirklich, ne? Jetzt war es knapp. Jetzt aber wirklich erstmal 2 Millionen sparen. Müssen wir sehen, dass halt einigermaßen was vorrätig ist, so wir das Personal weiter ausbilden. Und gut ist. Gut, der ist durch. Ja, Personal. Ach so, warte mal, einen Headhunter wollte ich doch noch einstellen. Können wir das mal. Ich rufe. Nein, nee, kann ich nicht mehr, ist zu spät. Aber wir können jetzt noch den Personalmenschen Goldmitarbeiter zuweisen. Ne? Goldtätig. Die wollen mindestens eine Gold haben. Gold, 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 Gold. Okay. Die Silber. Und die Bronze. So, haben wir die alle zugeordnet. Das ist gut für die Zufriedenheit. Los, 1:2, Türkei. Türkei 2, okay. Ist mir aber auch egal, wer da weiterkommt, ehrlich gesagt. So, gut. Dann können wir noch einmal Laufband eine Stunde. Jetzt haben wir Hunger, da ist noch mal eine Birne. Für das Snack. So, noch Computer spielen. Oh, vom Zufriedenheitsfaktor ist gut. Auf Fernsehen. Lieferungen sind eingetroffen. Wir legen uns schlafen bis zum nächsten Morgen. 182, sehr nice. Jetzt dürften wir doch auch fast noch weitergekommen sein, oder? Top 10 willkommen. Ah, Top 8, Leute. Alter. Das war aber ein krasser Sprung heute. Guckt euch die Kurve mal an hier. Wir gehen steil. Und MT ist noch nicht mal hier oben drin, oder was? MT kommt jetzt erst. Oh, ich muss frühstücken. Aber warum das nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Problem ist jetzt so früh morgens, kriegen wir von der fehlenden Ware auch nichts mehr, ne? Aber zumindest ist das Salatdings eigentlich mal raus. So, was wollt ihr schon wieder? Computerbildschirm. Silberkrankenversicherung. Irgendjemand möchte immer irgendwas. Egal. Trotz, so gut waren die Balken noch nie. Aber uns fehlt echt noch viel Geld bis zu 2 Millionen. Das schaffen wir heute leider nicht mehr. Das schaffen wir heute gar nicht mehr. Wir könnten jetzt versuchen, noch zum Großhandel zu gelangen, um selber einzukaufen. Hat er dann heute auch auf, der Großhandel? Er hat heute auf. Aber wir haben jetzt ja auch für die einzelnen Liefervertrag, ne? Also HK Burger. Da können wir ja auch jetzt einfach Pommes bestellen für den nächsten Tag. Eiscreme schmeißen wir raus, Papiertüten, Getränke, Salat, kommt wieder ein Karton mit. Hotdogs im Karton, Mädchenspieße im Karton. Wichtiger aber das, was fehlt, und das sind wohl Pommes. Vielleicht reicht auch der eine Lieferwagen für die Milch, also der eine LKW. Da war ein Pommes, hab ich gerade gesehen. Das Ganze auf dem Sonntag. Ah, Sonntag, sehr gut. Haben wir hier zwei unterschiedliche? Ne, weiß ich nicht, warum hier zwei drin sind. HK für Präsente. Party Fisch Smartwatch ist ausgegangen. Warum? Einmal morgen liefern bitte. Sonntag. Und guck mal, das Grafikbüro macht nur 4.000 plus, ne? Die Kanzlei 18.000 plus. Der vorletzte Burgerladen MH 40.000 und der neue MT erst bei 5.000, wird aber in Kürze auch sich da oben wiederfinden. Einzige, was noch interessant wäre, dass wir MH zum Beispiel, da können wir ja auch noch die Öffnungszeiten verlängern, ne? Wir können das auch noch eine neue Schicht einbauen. Das Problem ist einfach, Personal, ansonsten müssen wir auch 60er, 70er langsam abwerben bei der Konkurrenz und das hoch dann wirklich erst ausbilden und dann eben einstellen. Da bleibt noch Platz für neue 10 neue Kunden hier oder Mitarbeiter. So, was mit GD? Abgerundetes Regal, geht bald der Vorrat an teuren Geschenken aus. Teure Geschenke. Steht hier auch nicht drin. Sonntag bitte teure Geschenke liefern. Da steht auch teure Geschenke. Das schon, ne? Okay. Aber mehr brauchen wir nicht machen. Wir haben aber auch eine ganze Menge in Ausbildung. Aber auch Anwälte, Grafikdesigner. Das ganze Programm, ne? Ich glaube, es lohnt immer mehr, Leute abzuwerben. Und jetzt, wo wir Achter sind. Schade bei Jessica. Das Ding ist aber, wir haben halt, wir bewegen immer noch nicht so richtig viel Geld, ne? Also das ist noch ein bisschen wenig irgendwie. Agentur für Webentwicklung. machen die denn eigentlich? Programmer. Ja, auch ordentlich viele, ne? Das ist aber auch eine Arie mit den ganzen Leuten. Schade, dass ich nicht so dahin komme. Teurer Schmuck. Lower LM? An die LM habe ich nur Präsente dran. Lower Manhattan. Da fehlt uns noch der Burgerladen. Da brauchen wir eigentlich so jetzt und dann wieder mit dem Plan, aber na, so nahe. Am Samstag erreiche ich doch jetzt auch keinen bei denen. Ich brauche echt nichts machen. Ich spiele einfach Computer. Ja, 5 Stunden. Das reicht dann für ein paar Tage. So, noch 5 Stunden Fernsehen. Und dann können wir schlafen. Nicht ganz, ne, aber fast. Hätte ich ja doch anrufen können, na egal. Alles Kundendienst und noch ein Anwalt. Wir nehmen alles. Unternehmen, Zuweisung aufheben, bestätigen, jo. Brauchst du nicht nochmal nachfragen. Alle einstellen, jo. Gut. So, wer macht alles nix? 76, ist da schon einer mit 100 oder so, oder 90? Nö. Und das sind alles unsere Leute, die wir fortbilden, ne? Da geht jetzt auch 843 haben wir jetzt, und wenn wir die alle Grundfähigkeit Schulen schicken, haben wir 10.000 weniger. Geht ja noch. So, müssen wir noch irgendwas machen? Nö. Nochmal Sport. Stündchen. Müssen wir mal die Tage mal ein bisschen rumchillen hier, ne? Öffnet halt am demnächst wieder. Ja, am Montagmorgen irgendwann. So, also, liebe Leute, muss mal kurz überlegen. Wo war denn hier ist der LM, ne? Ja, also in diesem District haben wir jetzt noch keinen Burgerladen. In diesem gibt es aber auch gerade keinen, oder was? LM. Doch, das ist ein Laden, aber nur. 40er Verkehrsindex, 30er maximal. Nee, das gefällt mir nicht. Lagerhaus gibt's hier. Hammer viel zum Wohnen. Und noch Büros. Okay. Aber sonst haben wir ja, ne? Wir haben MH-Burger, wir haben MT-Burger, HK und Garment-District-Burger. Ja, Supermarkt, ne? Ist ja schon cool. Heute zum Verkauf. Was bringt denn sowas? James Hase, Besitz, was ist denn das? 15er Leute, 27er Verkehr in Midtown. Und was ist da? Kaffee. Also wenn wir in die Kaffeebranche einsteigen wollen. Also irgendwann ist es ja so, ne? Wenn man dann zu viel Geld hat und... Ach. Auch schon Einkauf. In 2 Tagen erst wieder. Lagerbestände sind ja noch vorhanden. Alle 7 Tage. Das ist das Falsche. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Egal. So, war das jetzt? Wir können schlafen. Schlafen wir mal richtig hier. 10 Stunden. So, dann sind wir am Ende für heute, liebe Leute. So, 10 Stunden schlafen. Damit enden wir den heutigen Abend. Die Leute sind krank und so weiter. Lieferungen sind aber da. Das heißt 177.000. Wir haben 9 Unternehmen. Wir haben fast 1 Million, also beim nächsten Mal, wenn wir ein bisschen schneller mal arbeiten würden, dann würden wir da auch was schaffen. Ne? Pizzaofen ist Pizza ausgegangen. Und beide. Wieso hat denn HK Fett keine Pizza mehr? Jetzt kommt ja auch nichts mehr rein. Ne? Goldkrankenversicherung, Silberkrankenversicherung, Goldkrankenversicherung. Neue Woche. Obwohl, ja, nee, ist ja noch Sonntag. Oh, ich muss aber schnell frühstücken, sonst bin ich beim nächsten Mal im Krankenhaus. Ja, also das Thema für nächstes Mal ein Headhunter. Mal gucken, was das eigentlich bringt, ob das geht, wie es funktioniert. Ja, dann eigentlich nach Möglichkeit in Lower Manhattan, LM, mal nach Einzelhandelsgeschäften Ausschau halten, dass wir da auch unseren Big Burger Store mal irgendwann in der gleichen Art und Weise öffnen können. Ansonsten, ja, muss ich mal gucken, dass wir vielleicht noch ein zweites Fahrzeug kriegen und einen zweiten Fahrer. Weiß ich nicht, ob wir das aufteilen müssen. Ich verstehe es auch nicht, weil wir hatten noch eigentlich, wenn wir uns in das Inventar mal angucken, Lager für Geschenke, Lager für Imbiss. Vollständiges Inventar. Wir haben ja noch Pizza, aber wir haben mehr als genug Pizza hier. Und das ist halt das Verwirre, ne? Diese 4.700 Salat. Naja, weiß ich nicht, ob wir die mal wegkriegen. Salat ist Salat. Aber egal. Vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, was ist das? Erreiche einen wöchentlichen Einkommens von 25.000 für ein Unternehmen. Das wird MH sein wohl. Wir gehen nochmal in die Rivalen, Leute. Wir sind nämlich jetzt 6. 1 Million pro Woche. Und hier, MH hat 340.000. Die Kanzlei läuft jetzt aber auch. Wöchentliches Einkommen. Präsente 132, HK Fetzburger. Und hier MT, der wird auch auf den mitziehen. Ne? Das sind auch bei 340.000 hier. Innerhalb von kürzester Zeit ging das Ding absolut durch die Decke. Das heißt aber auch, wir verkaufen super viele Produkte da. Und wir haben ja noch nicht mal eine Woche auf und verkaufen da so viel, ne, pro Woche. Ja, das würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen logistische Hilfe wünschen von dem Game, dass man die Großhandelsbestellung oder die Importbestellung besser an die gegebenen Verkaufsmengen der letzten Woche einfach per Knopfdruck oder so übernehmen kann. Ne? Hier haben wir so viele Einstellungsmöglichkeiten. nervt, dass man das immer einzeln machen muss. Und das ist, umso mehr man hat, umso schwieriger wird es ja auch, da irgendwie noch den Überblick zu behalten. Ja, aber ich würde sagen, bin zufrieden. Ziel war ja nachher hier oben sein, ne? Da fehlt uns natürlich noch eine ganze Menge, aber 1 Million, 1,1, das ist noch Position 5. Und dann sind die Abstände allerdings schon ein bisschen größer. Aber ja, mit Burger regieren wir die Welt. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.